Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Zusammen mit Felix, der Schnatterer und Pogge, der Geiseltöter. Eine Frage? Hey, ja. Pogge? Was denn? Du hast mir gerade 10 Life weggenommen. Du durch 8 durch die Nähte, oder? Express Nokia! Jeden Tod, den ich erleide. Was machst du denn da? Hier brauchen da noch Wände, wäre nett. Nee, kann nicht. Da muss ein Loch rein! Oh, kann ihn bitte jemand dahin zurückbringen, wo ihr den her habt? Nö. Ja. Ich hab noch nicht ähnlich. Guck mal. Felix, such dir bitte Freunde und such. Und belästige bitte keine Bürger, die ja ihre Pflicht tun wollen gegenüber. Weiß ich nicht. Osterhase Klaus, Galoppel 1. Suchst du aus. Alter. Scheiß Switch. Ey. Ganz gefährlich. Das war nur eine Notwanne. Geh mal hier an die Wand und guck mal nach, ob da jemand ist. Fuse hat gerade dran gemacht. Alles klar, ich schieß ihm in die Fresse und es juckt. Mann! Alles klar, Blackbeard lebt noch wegen seinem Scheißschild. Vom Feind kontrollierte Zone. Ah, hast du gesehen, Pocker? So viel Life hat er noch gehabt. Der war richtig krass drauf. Alles klar. 100 Life, 100 in der Sekunde, als ob die Waffe One-Hit macht. Ja, die hat mir auch so schnell gedrückt. Wenigstens hab ich einen Assistant fucking Kill, alles gut. Mach ich das Fenster auf, ich füße gerade die Ladung dran liegen und ich bekomme ihn nicht. Alles klar. Wie ist der denn gerade? Keine Ahnung. Ja, alles, ich hab da keinen gesehen zur Info, ne? Ja. Schon nicht. Und er dreht sich nach. Die Leute, und wenn er jetzt noch geteabackt hätte, dann wäre der bei mir durch, ganz ehrlich. So was Dämliches. Vor allem, weil ich nicht mal gesehen hab. Recht gut, Taktik, Ne, danke. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Arsch. Ach komm, jetzt ich. Wird nein. Oh Mann, ich wollte Sledge spielen. Bist ja war schon weg. Gut. Ich glaube, ich werde umhaken. Sledge. Ich will jetzt einfach was anderes Back spielen. Und je nachdem, was reinspielt, der wird bestimmt Ibana oder Ash spielen. Wahrscheinlich, wenn der Ash spielt, ne? Also ja, sind auch mal Edge. Ja, und der muss aber echt erstmal können. Kennst du Slifty Show? Gute Arbeit. Slifty, was? Schau. Auch, der hat so ein Lifehack-Video gemacht und hat gesagt, ja, also damit wird euer Leben einfacher. Hat er gesagt, so jetzt eins, wie man Feuer macht. Ihr braucht eine Autobatterie, einen Bleistift, ein Starthilfekabel und ein Messer. Hab schon gedacht, dann nehme ich ein Feuerzeug, dafür ein Feuer. Ja, aber nicht so ein Batteriefeuer. Dann bastelst du da eine halbe Stunde lang rum, ne, und dann hast du dein Feuer. Na klar. Kannst du einfach anzünden. Ist doch schön. Mit irgendwas anderem. Das ist Autobatterie. Ich habe immer eine Autobatterie zu Hause rumliegen, ganz klar. Also, ja, wenn ich gehst mal raus, das Auto nimmst du mit, denkst du, so, was brauche ich ein Auto, wenn ich Feuer machen kann? Ja, Mann. Und zwar im Auto der Nachbarn, wa? Er sitzt hinter den Fico! Mann! Ich hab keine Lust mehr, ey. Das ist doch schon wieder normal. Mann, ich hab grad aufs Tablet geguckt. Fuck, könntest du bitte deinen Arsch bewegen? Ja. Das sind Mates. Ich war es ja nicht mal. Die kämpfen weg. Alles klar, ich soll es wieder gewesen sein. So denkt Focke von uns. Gerade aus dem Urlaub wieder und sagt, wir wären ja. Wissen wir die Ganovis. Oh, hat mein Bank geknackt. Hey, wo sind die bitte?
oben zwei. Es geht auch mit einer Bleistiftmine aus so einem Rauspump-Bleistift oder 9 Volt Batterie. Ja, ja. Du bist safe, tot. Instant. Ach, da trifft er nicht. Wo sind die denn in der Mitte, ne? Ja, in der Mitte of the night. The night, oh yeah. Geht da instant drauf, ich weiß. Ist auch, oh yeah. Die Runde verlieren wir jetzt, Was läuft du gerade, ne? Hallo? Hallo? Da ist ein Loch. Sieht aus wie ein Schwanz. Und da war eine Tunte drin. Ja, ne, es war ein Tunterich. Und es war ein Schwanz, gucke. Ja, wenn du durch den Schwanz guckst, das kannst du auch nicht machen, Focker. Das ist ein schlechtes Ohm. Und so nein, ich wollte dann eine Ladung dran legen durch den Schwanz. Mhm. An den Schwanz dran. Ja, voll dran, also den rupst du weg, das Ding. Voll dran halten, die Scheiße. Das klappt schon. Wir verlieren gerade, ne? Na, passt schon. Ich mache jetzt das, was die gemacht haben. Nächster Lifehack. Intro, wenn du im Wald bist und hast nichts zum Dosen öffnen, wo ich mir denke, hä? Wer geht mit einer Dose in den Wald? Wie ja, wahrscheinlich ist das? Vielleicht findest du ja eine Dose im Wald. Ja, weil wenn du im Wald bist, wahrscheinlich bin ich im Wald und hab nur eine Konservendose mit. Junge, das kann jetzt so Weltraumnahrung. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sicher. So, warte mal, jetzt müssen wir erstmal hier Express. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Ja. Geil. Nicht anschließen. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Fortgezwungen. Von wem denn? Bitch, die Bitch! Oh. Vom Galoppel heilen. Den gibt's gar nicht. Doch, doch. Boah, du brauchst das ja eigentlich auch geil, ne? Wer saved in die Wand? Theoretisch, warum saved ne? man die Wand? Ja, das denk ich schon. Felix, du brauchst das ja eigentlich immer ja geil, ne? Komm, Felix, wir spannen das da ein mit Kessel-Ding. Und dann pushen wir raus. Ja. Genau, das ist jetzt unsere Mission. Warte, warte, die Tür muss auch noch zu. Die, wo Kenny steht, die muss auch noch zu. Wir sperren einfach alle ein. Kenny wird allein kämpfen. Warte, Uwe. Ja, super. Super, ja. Perfekt für einen Hinterhalt. Und jetzt wird's romantisch. Oh, ja. Der wird ja wieder aufgemacht, der Wichser. Warte, da ist ja die Disco-Beleuchtung. Zur Info, der hat wieder aufgemacht. Ja, oh, oh. Disco. Body, ja, Body. Body, ja. Guck mal, Felix, wir schlagen das an. Eins. Hätte ich jetzt ein C4 zwei, gehabt, dann hätte ich das eigentlich vier, da reingeworfen. Fünf. Sechs. Aber wenn er da reinfused, ne? Ich lach's so. Neun. Bitte fuse da rein. Und dann lassen wir's. So, beim nächsten Mal geht's kaputt, lass es so. Bitte fuse da rein. Party hard, party hard. Party hard, machen wir machen die Schnitte. Party hard, dieselben Schuhe. Party hard. Ich möchte es bitte. Party hard, du hast solche Sneaker an, Alter. Was hab ich an? Ich kann meine Schuhe nicht sehen. Warte. Alter, geile Arborett-Schuhe. Arborett? Oh, guck mal, eine alte Batterie in meiner Butze drin. Oh, ja. Oh, ja. Komm, wir machen jetzt. Herzschlagsensor aktiviert. Da ist er, da war ich. Hier kennen ihn im Nebenraum. Ach so. Jetzt nicht mehr. Oder doch, könnte sein, dass er an der Wand ist draußen. Was wird das wohl? Keiner weiß es. Ein Penis? War nicht wahr. Ein Kugelpenis. Bleib nicht! Ich wechsle das. Ey, das Magazin bringt echt Glück, ne? Was? Wenn ich schreit, das ich grad nicht. Du musst den Wagen immer streffen. Ich habe es gerade gerettet, ne? Der hätte gerade Dings was drangelegt. Termite. Oh.
an eure Wand, wo Felix steht. Ja, ja, dann wäre geil. So, Felix, wollen wir aussperren? Du Felix, bei drei. Guck dir meinen Penis an. Er hat aufgemacht. Krieg! Ja! Krieg! Wir werden beide Rennen drauf. Das sah irgendwie schon aus meiner Perspektive geil aus. Vor allem Felix einfach bloß die Kugeln schluckt und weiter rennen muss, ich denke, alles klar. Das ist der richtige Krieg. Nee. Das ist der final Krieg, ey. Jetzt war der Kavallerie, wa? Das ist der Kavallerie. Jetzt kommt der Kavallerie. Wir haben uns nur Tattoos an der Wand gemalt und darin steckt unsere Kraft. Mhm. Das sind Ureinwohner. Ureinwohner der SAS-Base. Ja, ja. Wir waren dabei, als die gebaut wurden. Wir haben nämlich einen Anschlag verübt. Ja, ja. Was? Hast du eigentlich zugehört, was Felix gerade gequatscht hat? Nö. Du schon nicht. Ich auch nicht. Das ist was für mich so. Er labert das irgendwas vor sich hin, ohne selbst irgendwie drüber nachzudenken. So. Das macht doch im Schlaf. Ist dauer am Reden. Ja, da kommen wir ins Mama, ich bin scheiße, bitte. Abonniert mich, danke. Wenn Felix im Schlaf nichts mehr einfällt, was er erzählen soll, sagt er ganz halt nur dasselbe Wort. Kenny, du bist mal echt laufen, Kenny, laufen wir hinterher. Warum soll ich hinterher laufen? Weil wir was machen. Was? Ja, nicht, dass du denkst, wir machen eine Wand auf, zusammen. Was? Ich hab gerade einen Schuss! Ich hab noch einen Spaß. So, Kenny, komm mit. Wir hatten entdeckt. Wir hangen uns hier dran. Du bist wahnsinnig. Ich hab grad einfach durch die fucking Wand gemacht. Hallo. Hier ist der Fensterservice. Gustav hier. Du machst da auf, wenn ich mal. Nein, echt. Da liegt einer! Da liegt einer! Warum ist er nicht tot, verdammt? Was? Ich hasse dich. Dich und deine ganze Sippe. Kenny, mach mal da bitte auf. Au. Wär's nicht weg gewesen, wär's offen, mein Gott, ey. Anfänger. Den Behälter sichern. Ja, ich werde angeschossen. Was? Sie stehen an der Wand. Ja, alles klar. Mein Stück ist irgendwie involviert in der Wand. Was schießt du denn? Ist toll, ist ruhig. Feindlich. Oh Gott. Einer vom eigenen Trupp. Das heißt, das ist einer Trupp wurde eliminiert. Kenny, der war gedauert, ne? Ich weiß, dass er gedauert war, da in der Wand lag. Ja, du hast gesagt, da ist einer und da dachte ich, der ja, schießt nur. Es lag einer und einer hat auf mich geschossen durch die Wand. Ich hab die Welt nicht mehr gesehen. Ja, Felix Schmerz, Mappenrunde. Deswegen würde ich erstmal sagen, ihr endet die Folge von Rainbow Six Siege. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss. Das ist.